Während Olaf auf den letzten Drücker noch einen Baum besorgen muss, erzähle ich euch eine Weihnachtsgeschichte. Die fängt traurig an, aber sie wird hoffentlich bald gut enden. Also, es war einmal ein kleines Mädchen, nennen wir es Julia. Das wurde von seinen versoffenen Eltern vernachlässigt und manchmal auch geschlagen. In diesem Fall hat das Jugendamt rechtzeitig reagiert, hat das Kind rausgeholt und in eine Pflegefamilie gegeben. Dieses Paar kümmerte sich liebevoll um kleine Julia und bekam dafür vom Amt 850 Euro monatlich gezahlt. Das Kind entwickelte sich prächtig, wurde ein fröhlicher Teenager, machte die mittlere Reife und begann eine Friseurlehre. Und irgendwann wurde sie auch 18, volljährig. Damit kam der Schock. Ein Brief voller Bürokratendeutsch vom Amt, in dem 3/4, in Worten 75% ihres schmalen Lohns zurückgefordert wurden. Das nennt sich, ich habe es aufgeschrieben, Kostenheranziehungsgesetz im Bürokratendeutsch. Die Pflegeeltern haben ein Herz und stecken Julia regelmäßig ein paar Scheine zu. Damit aber kein verquerer Beamter auf die Idee kommt, ihr auch dieses Geld noch wegzupfänden, sage ich euch besser nicht, wo die Geschichte spielt. Nur, dass sie gut ausgeht. Denn der Bundestag hat vor ein paar Monaten entschieden, dass das Kostenheranziehungsgesetz reformiert werden muss. Und wenn wir alle Glück haben, wird ab dem nächsten Jahr die ganze Geschichte hinfällig sein. In diesem Sinne wünsche ich Julia und euch allen frohe Weihnachten.